Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir haben es Donnerstag, Independence Day, 4. Juli. Und wir begeben uns auf Reise. Und wann geht's los? Nach dem Intro. Wir sind jetzt aktuell in Hannover. Mhm. Auf dem Weg zum Schützenfest. Ja. Bei perfektem Wetter. Den ganzen Tag hat es geregnet. Jetzt ist es schön, weil wir wollen auch reisen. Genau. Haben vor, nach Rostock zu fahren. Du willst dein Eis natürlich. Das ist das Allerwichtigste. Das ist eigentlich der Grund, warum wir länger das Wochenende machen. So wie vor einem Jahr. Ja. Bloß da sind wir zum Loch gefahren. Und wir werden euch jetzt ein paar Impressionen vom Schützenfest einblenden. Und so wirklich losgehen, tut es dann erst morgen, wenn wir dann so richtig im Wochenendfeeling sind. Genau, so machen wir das. Guten Morgen, stimmt gar nicht mehr. Wir können schon Mittag sein. 10.30 Uhr haben wir es schon. Ja, wir sind jetzt in Hamburg, weil Stefan hat Sucht. Ja, Kaffeedurst habe ich. Ha! Und deshalb sind wir eigentlich nur hier. Also wir wollen nämlich ja nicht nach Hamburg, wobei Hamburg immer so wunderschön ist und eigentlich will man die ganze Zeit nur in Hamburg sein. Aber ja, Wetter passt ja auch, ne? Wetter passt auch, aber unser Ziel ist der Ostsee und wir gehen jetzt eigentlich nur zum Speicherstadt-Café, holen dort Kaffee und sagen, ah ja, müssen wir deine Tante noch was holen, ne? Weil ja. Gab's ja schon Bestellungen. Ja, na klar. Ja. Und dann sagen wir zu Hamburg auch schon wieder auf Wiedersehen, ne? Dann sagen wir schon wieder Tschüss. Aber wir brauchen noch eine Tanke. Ja, die Nacht war kurz, muss ich sagen. Ich glaube, ja, ein bisschen mehr als 6 Stunden haben wir geschlafen. Könnten Mittagsschläfchen heute vertragen. Definitiv. Ich glaube, ich komme jetzt in dem Alter, wo ich einen Mittagsschlaf brauche. Na gut, wir melden uns, wenn wir in Rostock angekommen sind. Angekommen, 14.02 Uhr am 5. Juli 2024 haben wir.
Und was bringt den Zuschauern das jetzt? Dass ihr wisst, wie spät es ist. Okay, na super. Es nützt aber nichts, wenn ihr das Video seht, ist halt schon wahrscheinlich später. Oder vielleicht schafft ihr es genau auf 14.02 Uhr das zu gucken. Wer schafft, kriegt da einen Daumen hoch. Ja, ja, genau. Ich kann es bloß nicht nachvollziehen. Ja, wir waren schon wieder fleißig. Nee, also, du hast schon wieder was organisiert. Wir haben auf jeden Fall getankt. Das haben wir, weil, ja, die Tanke in Hamburg war nix. Abgesperrt. Wer weiß, für was es gut war, ne? Hast du ja, ja. Ich will ja keinen schlechten Diesel tanken, ne? Genau. Aber wir sind ja in Rostock und in Rostock gibt es die Eiswerkstatt. Unbezahlte Werbung, aber wir empfehlen es. Richtig lecker. Mhm. Und wir haben dann gleich mal gekauft. Zwei Becher. Stimmt nicht, wir haben vier Becher, weil zwei Becher habe ich hier schon drin im Kühlschrank, um zu gucken, wie viel passt davon rein, damit wir am Sonntag genau gucken können, wie viel wir brauchen. Mhm. Können wir die ja zumachen, dann kann man die ja nochmal testen, ob die nämlich auch da reinpassen. Also so übereinander, wie viel? Übereinander passt, glaube ich, nicht. Aber das müssen wir schauen, das werden wir auch schauen. Wir, weil wir so spät ins Bett gegangen sind. Und heute Morgen so früh aufgestanden. Mach jetzt ein Nickerchen. Es ist soweit. Wir sind in dem Alter gekommen, wo man ein Mittagsschläfchen macht. Ja, man hat ja alles dabei. Also von daher, warum denn nicht? Und das tun wir jetzt. Und dann schauen wir mal, was alles dieses Wochenende so passiert. Es hat ja gerade erst angefangen. Wenn man so will, vor einer Viertelstunde hättest du jetzt eine Feierabend gemacht. Ne? Richtig. Und jetzt bist du schon hier. Jo. Läuft. Super. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. Good. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es sind ein paar Camper mehr geworden jetzt, die eine andere Art des Campens nutzen. Ihr seht es. Steht direkt vor unserer Nase. Ja, die Viking Venus. Und wenn du jetzt mal die Kamera drehst. Ja, das ist das nächste Ding. Ne? Die AIDA Ma. Und genau. Ganz hinten, da musst du aber jetzt ein Foto machen, ja, also da ist auch die AIDA Diva. Zwischen den Bäumen noch durch, da sieht man so einen Mast, sage ich mal. Und das ist ja die nächste AIDA. Genau, drei Kreuzfahrtschiffe. Ich mache das Foto, damit sich das sind die alle hier für die, wie heißt das? Nein, die wären normalerweise immer hier, weil Warnemünde ist wirklich ein riesen Anlaufung gerade für diese beiden AIDA-Schiffe. Ah. Ja, da hinten ist auch schon langsam wach. Ja. Da wird sich auch langsam fertig gemacht. Genau. Ja gut, wir sind natürlich komplett im Sonnenschatten, das heißt Solarenergie. Ja. Relativ wenig. So, wir holen jetzt Brötchen, das ist jetzt nur ein bisschen kurz hier rein ins Dörfchen. Ja, 5 Minuten und dann gehen wir wieder zurück und gut ist. Glaskapelle haben wir auch schon gehört, weil wir hatten ja die Warnow-Woche oder Warnemünder Woche. Ja, die 86. Oh, hast aber gut gelesen oder aufgepasst. Ja, ich habe es mir gemerkt. Gelesen und dann gemerkt.
Ne? Das ist ja immer zweierlei. Liebe Community, ich wünsche mir jetzt von euch, dass ihr sehr viele Kreuze in den Kommentaren macht, weil das ist eine Seltenheit, dass er sich da was merkt. Ja, und jetzt sehen wir gleich nochmal das Schiff von vorne. Ist schön Dampfer, die Viking. Ja, aber schön. Ja. Macht Spaß. Um 19 Uhr ist sie weg. Und was wir denn heute noch so machen, das schauen wir mal. Lasst euch überraschen, wir wissen es auch noch nicht. Zeit für eine Rollertour. Genau. Wir haben uns bereit gemacht und ja, das werden wir jetzt in Richtung Rostock fahren. Wir wollen Richtung Altstadt im Endeffekt. Genau, zur Eiswerkstatt. Das heißt, was ein leckeres Eis essen natürlich. Und dann gucken wir mal, was es so sonst noch gibt. Einkaufen müssen wir auf jeden Fall auch noch. Genau, wir brauchen Hack. Großes Potter-Pöttchen da, ne? Immer noch. Der ist noch nicht weg. Ja, der haut erst nachher ab. Aber wir müssen uns sputen, denn das Wetter soll zum Abend schlechter werden. Und wir wollen ja dann das gute Wetter genießen. Genau, 15 Kilometer hin, 15 zurück. Das heißt, das dauert auch auf jeden Fall ein bisschen. Genau. Und alles Weitere seht ihr jetzt wahrscheinlich wieder mit ein paar Bildern. Hinter uns wieder die Viking Venus und dahinter die Aida Ma und da hinten dann nochmal die Aida Diva. Aida Ma, Aida Diva sollten in den nächsten Minütchen eigentlich rausgehen. Ich bin gespannt und die Szenen, die werden wir euch jetzt einblenden. Und dann hoffe ich, wenn ich dann wieder zurück bin, dass das Essen fertig ist.
wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Aus einem wunderschönen, sonnigen, doch trotz allem windigen Warnemünde. Jo. Und wir haben etwas Müll in der Hand, das heißt, wir wollen den Müll noch wegbringen. Ja, lass uns mal so quer durchlaufen. Auf jeden Fall ist es gut leer geworden. Ja, also man kann quer über die Plätze jetzt wieder laufen. Allein die dritte Reihe ist so richtig leer geworden. Ja, ja, es war ein Wochenende, was natürlich hier sehr viele Leute angezogen hat. Durch natürlich auch die Warnemünder Woche. Genau. Wir waren leider nicht wörtlich drauf. Das hätte man sich vielleicht noch mal anschauen sollen, weil das hat jetzt nicht schlecht geklungen. Nicht so viel Programm, muss man dazu sagen, aber an sich war es nicht so schlecht. Ja, wir versuchen jetzt Müll loszuwerden. Das soll es hier wohl geben auf dem Platz. Und wie gesagt, 18 Euro kostet es uns. Wir sind gespannt, ob es dann bei, jetzt muss ich gucken, 18, 36 Euro ist. Oder ja, es kommt drauf an, wann wir runterfahren. Das heißt, wann sind wir rausgefahren? Das ist ja für 24 Stunden. 24 Stunden, wir waren nach 1 erst hier. Dann sollte das passen. Und wir fahren ja um 11:30 fahren wir los. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde Fahrzeit. Wir wollen ja wie immer, wir sind in Rostock zur Eiswerkstatt. Das gehört einfach dazu. Ich bin gespannt. Wir waren jetzt schon in zwei Eiswerkstätten. Das Frosteis war jetzt da nicht so viel. Und wir haben mal nachgerechnet, 45 Eis kriegen wir jetzt mit. Mit dem neuen Kühlschrank definitiv noch mehr. Ja, das würde auf jeden Fall eine ganze Menge. Also da kriegen wir jetzt keine 45 Eis rein. Das ist so nebenbei. So, Müll sieht aus, als wären wir es loswerden. Das machen wir jetzt, entsorgen und dann melden wir uns wieder, wenn wir das Eis haben. Eigentlich hieß es ja, wir holen jetzt Eis, aber natürlich sollten wir auch über den Platz reden. Wir sind ja, ja hier an der Mittelmole. Genau, Vorsicht, da gibt es zwei Plätze. Einmal gibt es den Richtung Fähre und dann gibt es den hinten Richtung Hafen, also Richtung Yachthafen. Genau, den haben wir nämlich jetzt gewählt. Und da ist wichtig, das Navi wird euch falsch leiten. Es wird euch über die Bahnbrücke. Über die Bahnbrücke. Und wenn ihr das habt, dann seid ihr falsch. Ihr müsst geradeaus weiterfahren und zwar immer geradeaus und dann wird es eigentlich schon ausgeschildert. Und beziehungsweise die Navis routen dann richtig. Das ist echt blöd gemacht. Aber wie gesagt, gestern habe ich ja zwei Camper noch den richtigen Weg gewiesen. Ja, du warst so nett, genau. Und ja, so ist das halt. Der Platz selber kostet ja 18 Euro für 24 Stunden. Mhm. Das heißt, wir wären jetzt 36 Euro. Es hat Frischwasser, das können wir euch jetzt einblenden. Ja, und Toilette hat auch nur einen Ausguss. Mehr kein Nachspülen, nicht. Also das müsst ihr euch Spülwasser mitnehmen oder halt spült nicht nach, wie auch immer. Also wir haben immer Flaschen, dass man das irgendwie nachspülen oder kann. Oder das, was der vor uns gemacht hat. Weil der hat einen Eimer mit da gehabt. Und da war nämlich sein Abspülwasser drin. Ja, das war auch nicht schlecht. Das war auch schlau. Ne, das ist logisch, ne? Das kann man es nochmal gebrauchen und dann rein. Ja, an sich gut geschlafen haben wir. Die Aussicht ist heute wieder wesentlich schöner als gestern. Gestern war halt nur eine weiße Wand, ein großes Hotel vor uns. Ich zeig mal, so sieht jetzt die Aussicht aus. Ja. Wir hatten richtig Glück natürlich, dass da jemand frei geworden ist, dass Jörn uns den Platz freigehalten hat. Da hatten wir Glück gehabt. Also manchmal muss man Glück haben. Oder eher zu zweit, weil sonst schafft man sich. Genau. Wobei gestern dritte Reihe wäre auch nicht schlecht gewesen, hätte man das ganze Schiff gesehen. Ja, gut. Ist auch im Endeffekt egal. Für uns war das jetzt hier ja so ein Platz, wo wir halt stehen wollten. Und ja gut, jetzt heute Morgen rausgucken auf die Warnow. So. Also im Prinzip die Warnemünde hier, also die Mündung. Der ist schon nett. Ja. Ja, so, das wollten wir euch noch gesagt haben, bevor wir das wieder vergessen. Und jetzt geht es darum, gleich geht es rüber zur Eiswerkstatt Rostock. Genau. Ein klein wenig Eis hast du. Ein ganz bisschen. Wir beide haben Eis. Ja, ich habe sehr viel Eis, dazu sagen, weil da hat er jetzt wirklich für mich dran gedacht. Das hätte er nicht machen müssen. Ich wollte mit ihm Hälfte fassen. Ja, ich esse ja nicht so viel Eis, von daher, das passt schon. Ich gönne dir das. So, und jetzt machen wir einmal Stopp. Ja. Und machen wir Kamera weg. Wir haben gesagt, ein klein wenig Eis. Ja, es ist nur ganz, ganz wenig, was wir da jetzt haben. Ja, das reicht dann so für zwei Tage, ne? Ja, so ungefähr. Jetzt werden wir das erstmal schön verstauen, dass das alles in Froste kommt und dann geht's hier weiter. Jam, 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 jam. Da sind wir wieder zurück. Genau, Auto ist ausgeräumt, Auto ist leer. Was heißt das wohl? Dass die Reise theoretisch zu Ende ist. Ja, aber nur theoretisch. Also es bleibt jetzt, ihr könnt jetzt noch dranbleiben, das vorweg gesagt, denn
Wir werden jetzt noch wohin fahren? Jetzt fahren wir, nachdem wir gestartet sind, beim Hannover Schützenfest, fahren wir jetzt zum Peiner Freischießen. Das heißt hier Freischießen? Ja, die Peiner sind da besonders, keine Ahnung. Ja, es ist halt Freischießen. Auf jeden Fall, da fahren wir jetzt hin. Genau. Und werden dort noch lecker Heideschinken. Noch ein Eis, Bremer Eis essen. Ja, und zwar Löffeleis, das ist nämlich auch sehr lecker. Genau, und dann ist es vorbei. Aber genau, diese ganzen Szenen, die blenden wir euch noch mit ein zum Schluss und dann könnt ihr noch dranbleiben. Das ist im Endeffekt unser Abschied von diesem wirklich Wohlfühlfaktor, den wir jetzt gerade haben. Drei Tage verlängertes Wochenende war schon etwas Besonderes. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Getting out of this one.